Herzlich willkommen bei Devilian Arts. Ja, heute, wie ihr schon am Hintergrundbild seht, geht es wieder ums Videostudio, aber eigentlich geht es um jemand anders. Es geht um mein Tribute-Video zu Akantogriller. Viele kennen sie wahrscheinlich. Ich habe mir gedacht, nach diesem schon großen Andrang am ersten Tag, das Video, glaube ich, gerade einen halben Tag freigeschaltet und hat, wir können uns das mal gucken, nach ein paar Stunden schon weit hunderte von Aufrufen, ich mit meinen läppischen 6 Abonnenten, youtube.com/user, da stehen wir doch schon irgendwo, hier, DeviantArts. So, ja, da läuft es schon im Autoplay, weil es einfach zu geil ist. Ich muss mich selber loben, es tut mir einfach leid, wenn man sich selber lobt, stinkt man, dann stink ich halt gerne. Es hat mich einen ganzen Tag gekostet, meiner Freizeit, und ich habe wirklich nichts anderes getan, außer Bildchen hin und her zu schieben und dieses Video zu editieren. Ja. Wer es noch nicht kennt, schaut es euch an. Ich denke mal, die meisten werden mich erst durch dieses Video jetzt gesehen haben. Kennt mich vielleicht natürlich auch unter meinem anderen Channel 666M, 666D666. Ja, wie gesagt, Akantogriller, schon seit Jahren sind wir, ich möchte nicht sagen gute Freunde, Freunde ist jetzt übertrieben, wir kennen uns recht gut, wir verstehen uns recht gut. Ja, und auf einen Request von Dave, ob ich die beiden nicht mal in Rüstung zeichnen könnte für ihren neuen Partner-Kanal. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Echt geile Sache, geil geworden. Ich hoffe, ihr bleibt so wie ihr seid und dreht nicht ab wie die anderen YouTube-Partner wie Herr Tutorial und wie ich heute schon gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie sie ist. Beauty Peachy oder so. Ja. Ich sag da jetzt einfach nicht zu, bevor hier wieder ein sinnloser Kleinkrieg ausbricht. Ja, ihr seht, nette Animation mit dem Stift. Auch das Hintergrundlogo fliegt wirr durch die Gegend. Ja, schauen wir mal. Im Moment habe ich, oh, sogar schon 12 Abonnenten. Das ging ja richtig rund heute. Wie wir auch sehen, 307 Klicks innerhalb von ein paar Stunden. Hier sieht man es vor 13 Stunden. Ist hochgeladen, freigeschaltet wurde es erst heute Nachmittag, nachdem ich mir die Genehmigung von Akantogriller geholt habe, die mir dazu geraten haben, sowas nicht ungelistet zu lassen. Natürlich verständlich. Es ehrt mich natürlich auch. Natürlich auch für mich ein sehr schönes Video geworden. Worum es heute eigentlich geht, ich schweife ab vom Thema Back to Topic, wie die Fachleute sagen. Schließen wir den Browser. Achso, nee, eine Kleinigkeit noch. Nochmal schnell zurück. Wenn ihr auf, warte, das machen wir mal auf dem richtigen Video. Sieht man es besser. Ja, das hatten wir gerade eben schon. Please read. Ja, ich gebe mir immer sehr viel Mühe mit der Videobeschreibung, auch wenn sie wahrscheinlich kein Schwein lesen wird. Aber ja, ihr seht ja hier schon Gebrabbel. Der Kanal von den Akantogriller, Gim, Corel, ja, Soundtracks, rechte Gebabbel. Hier ein sehr, sehr toller Soundkünstler aus der Schweiz, kommt er, glaube ich. Er heißt, lasst mich gucken, Papa Fjord Music. Sehr, sehr geile Musik macht er. Werde ich wahrscheinlich auch öfters verwenden. Ich habe ihn schon gefragt, ob ich seine Musik verwenden darf. Sehr geiler Typ, schaut mal rein. Vielleicht abonnieren, macht echt geile Sachen. Einfach mal reinschauen. Ja, hier unten haben wir meine Kanäle, DeviantArt, 6666, ja, das kennen wir alles. Und hier zu meinem DeviantArt-Account. Ja, die Namensähnlichkeit ist schon prägnant, ne? Da steckt der Teufel schon drinne. Ja, hier sieht man auch direkt das Bild aus dem Video. Könnt ihr euch auf meinem DeviantArt-Account runterladen. Einfach hier auf Download Image und schon ist es eures. Natürlich habe ich hier noch mehr Monster Hunter Gebrabbel, Minecraft habt ihr gerade eben auch schon in der Ecke sehen können. Von meinen ganzen Videos, wie immer, zum Download erreichbar.
Ja, hier Minecraft, iPad-Bilder, bla blub, ja. Ihr wisst ja, wie es geht. Okay. Gut, jetzt aber genug mit dem, back to topic. Was ich euch gern zeigen möchte, nach ein paar Anfragen, wie denn dieses Video entstanden ist und warum es so geil aussieht, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wie immer, Ultimate Studio Pro X4. Und ich habe ein, ja, Werbung gebrabbelt, extra einen Ordner angelegt. Hier sieht man schon Akanto Kriller. Dieses Video besteht eigentlich nur aus diesen sechs Dateien. Das sind einmal das Logo, was ich von Dave bekommen habe. Dann die drei Bilder, die ich von dem werten Herrn Albert, Dave und Flo hier zu sehen natürlich gemalt habe. Rüstung, blub, ja. Ab und zu ist vielleicht nicht tausendprozentig geil geworden, auch nach mehreren Änderungen. Aber ich finde, es ist eigentlich, ja, einigermaßen gelungen. Hier ein Wallpaper, was wir gerade eben schon gesehen haben, ein paar Minuten zusammengeschustert habe. Ich habe halt schon wieder Sprachprobleme, wahrscheinlich rede ich schon wieder viel zu schnell. Aber verzeiht mir, ich bin etwas aufgedreht. Ja. Jetzt werden wir einfach mal die Projektdatei öffnen. Hier, Akanto-Keller. Wie gesagt, das Video ist im dritten Anlauf jetzt erst entstanden, da ich schon mehrere Anläufe probiert habe, aber mit allen noch nicht so zufrieden war. Wie immer, hier sieht man das Intro. Das hatte ich schon vorbereitet vom anderen Akanto-Kriller-Dingens. Habe ich dann einfach übernommen und nochmal hier eingefügt. Dann sehen wir schon hier das erste Bild, das Logo im Zeichenmodus. Dies passiert über einen Videofilter. Kann ich euch mal zeigen. Umkehren ist Farbumkehrung wegen schwarzen Hintergrund. Das Logo ist ja schwarz, dass es weiß wird. Ja. So erklärt sich auch, warum hier am Anfang der Stift blau ist und nicht gelb. Ja, hier haben wir diesen Filter Autoskizze. Dann kann man nämlich Bilder nachmalen lassen von diesem Videoprogramm. Finde ich sehr witzig. Ist besser als einfach ein Bild einzublenden. Macht ein bisschen was mehr. Man kann auch den Stift ausblenden. Ich finde es aber gut, wenn der Stift an ist, dann hat das Auge einfach einen fixen Punkt, wo was passiert, wo es jetzt gerade neu passiert, worauf man sich konzentrieren kann. Ein sehr schönes Effekt von diesem Bild. Auch sehr nützlich, wenn mal wieder irgendein Aufnahmeprogramm meint, es muss mich verarschen und einfach mal die Hälfte schrotten und ich habe keine Lust, alles nochmal neu zu zeichnen, dann werde ich dieses Tool verwenden. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, jetzt hier schieben wir erstmal ein Stück hoch, dass wir sehen. Ich habe hier mit fast allen Spuren gearbeitet, die es gibt. Hauptsächlich natürlich mit den Bildspuren. Hier sehen wir schon kleingeschnipseltes Zeug. Ja, es ist war sehr viel Einstellerei und Zeitaufbau-Gedöns. Und hier haben wir wieder die drei Bilder in diesem Zeichenmodus natürlich. Im Hintergrund, ah ja, das kann ich noch zeigen. Hier, nach der Zeichnung animiert ja das Logo. Das ist dieses Bild im Bildlogo. Klicken wir jetzt einfach mal drauf, dann öffnet sich hier ein Fenster. Sieht ganz kompliziert aus und Verwirrung und überhaupt. Vielleicht werde ich es nochmal irgendwann erklären. Ist eigentlich ganz einfach. Bild im Bild halt ist einfach, wie ich schon sagte, zwei Bilder auf einem Bildschirm. Ganz einfach, lässt sich auch vieles einstellen. Diese roten Punkte sind so eine Art Fixpunkte, wo man einstellen kann, was sie zu diesem Punkt erreicht haben sollen. Eine Position, einen bestimmten Winkel. Und je nachdem, ich werde es hier mal demonstrieren, zwischen den zwei Punkten, wie man das einstellt, bewegt sich das Bild anders oder versucht von dieser Einstellung zu dieser zu kommen und ja, es funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr seht einmal hier im Vorzeigefenster das Originalbild und im Hintergrund könnt ihr auch sehen, wie sich das Bild über den Hintergrund bewegt. Ist eine sehr schnelle und einfache Art und Weise, Logos als Hintergrundanimation zu benutzen oder einfach so, dass der Hintergrund nicht einfach so leer aussieht, verleiht dem Ganzen etwas Epicness. Ja. Ihr seht ja hier, wedel, wedel, wedel. Ja, dann, ja, komm. Mein PC rechnet mal wieder.
Na, jetzt so. Haben wir das einfach kopiert. Ja, weiter. Dann haben wir hier die schöne Schrift. Ist nur eine voreingestellte Animation. War ganz simpel. Hat gerade gut gepasst zu dem Logo. Und dann haben wir hier natürlich weiter unten die Soundspuren. Wie immer sehr geil von Monster Hunter OSTs. Einfach einer meiner Lieblings-Game-Soundtracks. Ja, my sad Soundtrack. Ich kann schon wieder nicht reden, es tut mir leid. Natürlich vom Papa Fjord Music. Sehr geil, ist leider nur ein Stück, also dieser Intro-Teil, weil ich unbedingt noch die Monster Hunter Original filmen wollte. Juhu, ich werde angeskypt. Ja, man sollte nicht vergessen, Skype auszuschalten. Ja, hier ein kleiner Instant-Gag am Ende mit dem Fleischbrat-Sound. Ja, sollte dem Ganzen etwas Humor verleihen. Und natürlich, hier sieht man schon Linsenreflexion. Das ist dieser epische Effekt mit dem Licht am Ende. Hier kann man schon sehen, die aus den Augen von den zwei Akantoren kommt. Womit ich verborgen habe, dass die Figuren weggezogen werden, die auf dem Bild sind, und dann natürlich dieses leere Bild entsteht, wo hinten dran, beziehungsweise vorne dran eher mein Video läuft. Mein Intro von Devilian Arts. Ich wollte es nicht direkt einfach plump hinten dran hängen, sondern ein bisschen einarbeiten. Ja, das war's eigentlich schon. Wie immer habe ich natürlich nicht diesen epischen Hintergrund von der Kantorgrilla jetzt. Hätte ja jetzt gepasst. Lassen wir uns den einfach mal holen. Döp. Wollen uns ja nicht lumpen lassen hier, wa? Kinnas. So. Oh nein. Da. Ha, sieht doch schon viel besser aus. So, das hat jetzt auch keiner gesehen, keiner gemerkt. Ja, wie gesagt, wenn ihr vielleicht ein paar Fragen zu den Effekten habt, wie man sowas macht, schreibt mir ein Kommi, eine PM, was auch immer. Lasst was von euch hören. Ich bin Kommi geil. Und, ja, gebt mir Input, was ich euch zeigen soll. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Es ist nur ein bisschen experimentell, deswegen hat das Videoaufbau so lange gedauert. Wie ihr seht, ist ja ziemlich episch geworden, denke ich mal, wenn ich das so behaupten darf. Ja. Das war's eigentlich schon. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen hinter die Kulissen sehen von Tribute to Acantogrilla. Falls ihr es gut fandet, lasst es mich wissen. Wenn nicht, dann auch. Ja, langsam werde ich berühmt. Ich habe nämlich schon einen Hater auf diesem Tribute-Video. Das interessiert mich so viel, als wenn in China Regenwürmer regnet. Ja, Hater sind Hater, und wer diesen Aufwand nicht schätzt und einen Daumen hoch gibt oder sich nicht einfach enthält, tangiert mich sehr peripher. Geht mir quer am Arsch durch. Ja, es freut mich jedes Kommentar, das ich bekomme. Auch konstruktive Kritik finde ich immer sehr gern gesehen. Ja, das war's von mir. Schönen Tag euch noch. Ich gehe jetzt erstmal schlafen, denn ich bin fertig von diesem Videodreh, beziehungsweise von dem Tribute-Video. Ja, back to real life. Ciao, ciao, macht's gut. Schönen Abend noch. Bye.